Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich gespielt habe, aber wir haben hier immerhin schon mal unsere Festung aufgebaut. Neben mir ist auch noch mein Bruder mit dabei, hier. Der haut aber gleich ab. So kann ich dem auch mal ein bisschen zeigen, was ich hier gebaut habe. Und ja, hier, das ist meine Küche übrigens. Ja, das hier mein Esszimmer. Schön möblierte. So. Das da war natürlich mein Schlafzimmer, wo wir gerade drinne waren, wo ich gespeichert habe. Hier ist das Wohnzimmer. Dann haben wir hier auch noch hier, das wird Waffenlager und Rüstungslager. Und hier haben wir für Ressourcen und so weiter. Baumstämme, Steine, Stöcker. Dann haben wir hier noch Treppenhaus. Die Treppe ist aber richtig kacke. Habe ich keine Ahnung. Hier haben wir den Keller mit einem schönen Weg. Und dann, wenn wir jetzt wieder ganz nach vorne gehen. Naja, da ist noch eine Tür. Da wird sogar noch so ein Übergang zu dem Turm, das da hinten ist. Da wird noch ein Turm gebaut. Und dann zeige ich dir jetzt noch hier das Zwischenlager. Das hier wird das Zwischenlager sein, wenn ich mal so ganz schnell irgendwas hinmachen muss. Da wird noch gebaut hier. Dann haben wir hier einen Fahrstuhl. Das führt einmal in den Keller, wo mein Steg ist. So mit meinem Boot. Und wenn wir einmal nach oben gehen. Er sieht gerade. Die Einsiedler, die greifen mich schon an. Und hier wird noch eine Mauer drumherum mit so Türmen. Da wird ein Turm sein, hier wird ein Hauptgebäude sein. Das da wird noch ein Turm. So. Das wird hier noch alles gebaut. Das da wird noch ein Turm. Und wenn wir hier mal reingehen, in den Turm, haben wir für die Mauer, die hier kommt, also Wege. Ja. Natürlich. Diese Festung ist auf einer Insel, ja. Eine Insel vor der großen Insel, ja. So, jetzt brauchen wir noch was zu trinken. Hier haben wir vier Schildkrötenpanzer mit. Was ja? Ja, die habe ich hingebaut gehabt, beziehungsweise einen davon hatte ich da hingebaut gehabt, noch bevor das hier stand. Hunger haben wir auch noch. Haben wir noch was zu essen? Ja, wir haben noch ein bisschen hier. Und wenn ich dir das aber mal von hier aus zeige. Und das Ding ist ja noch nicht fertig. Das wird ja, beziehungsweise die Türme werden ja noch eins höher gehen. Und dann wird es dahin noch weitergehen. Und dann soll auch noch irgendwie von hier darüber eine Verbindung hinkommen. Und da soll noch meine erste Siedlung hinkommen. Und da hinten, wo die rote Flagge ist, die du da hinten siehst, neben den lilanen und den drei blauen, da wird eine zweite Siedlung hinkommen. Und die werde ich mit so Steinwegen miteinander verbinden. Ja, warum denn nicht, hä? So, hier haben wir ja noch vom letzten Mal Holz gesammelt, wie ich sehe. Die habe ich noch nicht irgendwie verteilt. Vor allem, ich merke auch in letzter Zeit, Tage und Nächte werden irgendwie kürzer. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht baue ich zu viel. Und das kann sein. Ich auch. Vielleicht, ne? Ja, hier können die mich gar nicht angreifen. Hier haben die mich nicht noch kein einziges Mal besucht. Wenn ich aber da vorne bin und der nicht mehr ganz existente Wald da am Abholzen bin, dann besuchen die mich mal. Dann grüßen die mich und sag mal kurz Hallo, mal mit so einer Axt oder sowas. Oder schreien mich mal an, weil ich deren Wald kaputt mache. Aber, naja, dann antworte ich denen auch mal so ganz gemütlich mal mit meiner Axt.
Manchmal kombiniere ich die mal mit so einem Lappen. Zähne, ja. Hm? Was habe ich? Zähne? Ja, Zähne und Harz. Ja, hier. Komm mal drauf. Ich glaube, der hat schon Zähne. Und da kann ich den so ein bisschen. Du kannst mir nicht mehr schaden. Zähne und Harz. Ja, glaube ich wohl, auf jeden Fall. Also. Ich glaube, der hat sogar Zähne. Die sieht man jetzt, glaube ich, nur nicht, weil ich diesen Stoffding da angemacht habe. Oder ich kann nicht beide miteinander kombinieren. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber. Ist schon mal eine geile Festung, ne? Übertrieben, bisschen, aber jo. Hm. Boah, ich weiß noch ganz am Anfang so, ich war so am Verzweifeln, wie, wo ich erstmal meine Siedlungen bauen sollte und dann so, wie ich das Holz erstmal hier rüber packen sollte, so rüberbringen sollte. Dann auf einmal habe ich dieses Bloß da gebaut gehabt, nicht das hier, das da hinten. Und wusste dann erstmal gar nicht, wie ich das Ding überhaupt fahren soll. So, ich habe mit WASD versucht gehabt, mit Leertaste versucht gehabt. Und kam erstmal einfach gar nicht auf die Idee, dass man mit den Maustasten dort einfach mal steuert. Hm? Ja, wurde mir nicht erklärt, bis irgendjemand dann hier mir privat mal geschrieben hatte, so auf WhatsApp, dass ich das mit dem Maustasten da vor und zurückfahren muss. Aber dann habe ich festgestellt, das Floß ist für eine Person ein bisschen zu groß, weil die muss immer wieder von links nach rechts hin und her von einem Paddel zum anderen laufen. Und ja, es sind so ein paar lustige Momente entstanden, wo ich mich auch mal drüber aufrege, so boah, wieder hin und her rüberlaufen. Und ja, das Ding ist voll. Wir machen aber erstmal, ich glaube, Stöcke haben wir, 10 Stöcke haben wir auf Tasche. Machen wir den hier erstmal fertig. Und den. Dann gehen wir wieder nach oben. Und fangen da hinten weiter an. Die Festung muss hier auf jeden Fall fertig werden. Aber nee, Thomas, ich bin nicht größenwahnsinnig. Das ist einfach nur eine bescheidene Behausung, damit ich gegen die Ureinwohner hier, gegen Muschi Klaus, Thrombose Jonas und wie die alle heißen, da geschützt bin. Hinten an der Küste habe ich sogar auch schon ein paar Dings gemacht, hier ein paar Fallen. So, damit ich auch hin und wieder mal regelmäßig an Knochen komme. Blöderweise nur eine davon funktioniert. Weil die anderen beiden, die bringen mir irgendwie nicht so wirklich was. Ich das? Ja, auch. Ganz klein. Aber halt auf der großen. Mhm. Aber ja. Auf der großen da hinten, ne? Hinter der Mauer hier. Ja, genau. Mhm. Wir hatten das Problem, da irgendwann, dass die Mauern angegriffen sind. Hatten wir auch die Probleme mit Knochen? Ja, ich habe das Problem mit den Knochen schon, weil ja, hier auf dieser kleinen Insel, die ich mir hier gegönnt habe. Also übrigens, nur so, falls doch mal Hilfe kommt, da hinten steht SOS. Ey, wenn wirklich irgendwann mal Hilfe kommen sollte, die sehen das SOS-Symbol und dann diese Festung hier, ich frage mich auch, was die dann da denken würden. Boah, stell dir vor, hier der Fritz oder so, der baut sich in 7 oder so bald mal so eine Festung. In den 7 Tagen. Könnt ihr ja machen. Sorry. Ich mir nur sogar bei ihm vorstellen. Hm.
Geil wäre das auf jeden Fall, so. Ja, der Einzige, bei dem ich mir das wirklich vorstellen könnte, wenn der wirklich 7 Tage ausgesetzt wäre, der so im Baumodus her von seinen Games wäre und so weiter, hier wäre Gronkh. Der würde das sogar noch machen. Und hier bei Simon Unge, bei Ungespielt, bei dem habe ich irgendwie die Vorstellung, der wird da durchdrehen. Der wird durchdrehen, so, der wird seine Insel da in Panama hier anzünden, niederbrennen, so ähnlich wie in Pirates of the Caribbean, den ersten Teil, Fluch der Karibik, so, mit dem Rum, davon, wie hieß die nochmal, Elizabeth. Und dann kommt er mit einer Machete im Maul auf dich zugeschwommen und zu den anderen Teilnehmern, so schlachtet die alle ab und lootet die alle weg. Das könnte ich mir bei Simon Unge vorstellen. Ja, kann ich mir vorstellen. Der lebt ja momentan auf Madeira. Also der hat schon seine eigene Insel da. Der König von Madeira. Ich halte. Jo, du haust ab? Alles klar, danke, dass du da warst. Jo. Jo, bis demnächst. So. Dann haben mal meine Zuschauer hier auch mal meinen Bruder kennengelernt. So. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn auch vernünftig gehört hat. So. Mikro ist auch nicht auf so weite Stimmen so ausgelegt, aber. Aber naja. Wenn ihr ihn gehört habt, das war mein Bruder. Wenn nicht, ich habe mit einer imaginären Person gesprochen. Hm? Jo, alles klar, ciao dir. Ja, aber kenne ich das auf jeden Fall, so wenn mit Fritz und Simon da auftauchen würden. Der Gronkh würde definitiv sowas ähnliches hier bauen. Erstmal auch noch so ein Lager von 5 Kilometern Tiefe im Keller, so 5 Kilometer in jede Himmelsrichtung groß. So könnte ich mir das bei dem vorstellen, auf jeden Fall. So, was ich mir aber auch überlegt habe, in der nächsten Folge, diese werden wir das wahrscheinlich von der Zeit her nicht mehr schaffen in dieser Folge, aber in der nächsten vielleicht schon mal auf der Jagd nach so einem Wildschwein machen, weil wenn wir die Tasche haben wollen, hier, nicht die Tasche, den Wärmeanzug, wir brauchen 4 Wildschweine und ich glaube, das war ein Waschbär auch noch, was wir da brauchen. Dass wir uns mal auf der Suche danach machen. Keine Ahnung, ob wir Erfolg haben werden. Wahrscheinlich werde ich mich wieder so einscheißen vor wegen den ganzen Ureinwohnern, die auf uns mich zukommen. Die dann Panik machen oder vielleicht auch die Mutanten da. Und dann wieder irgendwie zurück abhauen. So schätze ich mich selber ein. Aber den Versuch will ich auf jeden Fall wagen, die mal zu suchen. So ein Wärmeanzug wäre schon praktisch. Aber wie kann es sein, dass wir jetzt schon wieder Hunger haben? So, dann machen wir noch die beiden hier. Säulen. Ah, geil, es regnet wieder.
Ja, und immerhin habe ich auch heute mal meinem Bruder ein bisschen gezeigt gehabt, was wir hier gebaut haben. Und ihr konntet dann auch natürlich nochmal sehen, so einen kleinen Zwischenblick, so was wir hier gemacht haben. Oder was wir, besser gesagt, was wir bisher erreicht haben. Nice, der ist auch schon fertig. So, jetzt müssen wir aber auch wieder mal was essen. Wenn der auf Hunger kickt schon wieder. Ich schmeiß noch ein bisschen Geld drauf. Ah, ist fertig. Nice. Warte mal, wir fangen zuerst hiermit an. 10 Stöcker. Gut. Ja, heute wird es auf jeden Fall auch keine so besonders lange Folge. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber heute, wo diese Folge hier auch aufgenommen wurde, kam sogar tatsächlich der erste Guide von mir raus zum Thema Elder Scrolls Arena. Also dem ersten Elder Scrolls Teil, was momentan bei mir als zweites Let's Play auf dem Kanal läuft. Weil ich tatsächlich die Probleme hatte, dass ich zu diesem Spiel keine Hilfe oder sonst was gefunden hatte. Außer in irgendwelchen Foren. Aber auf YouTube oder sonst wo gab es einfach gar nichts, was tatsächlich dazu geholfen hatte, in dem Spiel klarzukommen. Das muss ich hier aber irgendwie auch klarkommen. So. Es hatte einfach nichts gegeben im Internet, also beziehungsweise auf YouTube, was jemandem da geholfen hätte. Da habe ich mir einfach gedacht gehabt, so, ich mache das mal, weil ich hatte Probleme damit und sehr viele andere Personen, die Elder Scrolls Arena auspacken, spielen wollen, wie auch immer, auch Probleme hatten. So vielleicht das erste Mal spielen und keine Ahnung haben, wie die da vorankommen, wie man überhaupt erstmal aus dem ersten Dungeon kommt. Und ich hatte auch sehr, sehr lange gebraucht, um alles irgendwie zusammenzufinden. Und habe dann gedacht, ich mach das mal. Vor allem, weil ich mir damit auch selber erstens geholfen habe. Und zweitens, wenn ich mir da schon die Arbeit mache, könnte ich auch damit anderen Leuten helfen. Und das habe ich auch tatsächlich daran auch erkannt, dass Leute das interessiert, weil bei mir in den Analytics war tatsächlich die dritte Folge von Elder Scrolls Arena am meisten geklickt worden, weil Leute einfach wissen wollten, wie man da rauskommt, glaube ich, weil der Titel das auch so gesagt hat, wie komme ich hier jetzt raus, Elder Scrolls Arena Folge 3, wie komme ich hier raus, und die Leute dann wahrscheinlich gedacht hatten, ey, das ist vielleicht eine Einleitung, ein Tutorial, so wie man da rauskommt und so, waren die Leute waren dann wahrscheinlich auch sehr enttäuscht, weil ich da nicht wirklich gezeigt habe, wie man rauskommt, sondern eher, dass das ein Let's Play war. Aber daran habe ich erkannt gehabt, so, es interessiert die Leute, wie man da rauskommt. Und da habe ich gedacht gehabt, so, ich helfe den Leuten mal, weil es gibt einfach auf YouTube nichts, was da
einem diesen Weg weist, wie man da rauskommt. Und vor allem auch gibt es da die Schwierigkeiten, so erste Quests überhaupt so von selbst rauszufinden. Vor allem das Spiel ist komplett nur auf Englisch. Es gibt keine deutsche Ausgabe dafür, oder zumindest bin ich nicht schlau genug, die zu finden. Die deutsche Ausgabe. Oder eine deutsche Übersetzung. Aber einfach mal so ein kleines Guide einfach mal. Und wie es aussieht, so, weil ich ja auch vor einer halben Stunde, einer Stunde jetzt bald, mir auch dazu die Analytics angesehen hatte, zu dem Guide, wie das auch ankam, fand ich auch echt mega, wie viele Leute sich dann das angeguckt haben, weil ich auch den Titel dazu gegeben habe, Elder Scrolls Arena Guide Deutsch. Und es einfach wirklich unglaublich viele tatsächlich interessiert. Weil es einfach sonst dazu nichts auf YouTube Deutschland zu finden gibt. Im englischsprachigen bestimmt. Aber ich fand nichts auf Deutsch auf jeden Fall. Aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, das Video da zu machen. Allein schon aus dem Grund, dass es einfach mehrere Leute hilft. Also ja, weiß jetzt nicht, was ich noch dazu sagen kann oder soll. Hat mir auf jeden Fall eine Freude gemacht, das zu machen. Klar, ich war da übelst nervös, weil ich da das erste Mal auch richtig so Vollbild mein Gesicht gezeigt habe. Und nicht so einfach wie hier jetzt bei mir im OBS, so, dass man einfach nur als kleine Facecam sieht, sondern wirklich richtig voll mein Gesicht, so richtig offen mit der Kamera gesprochen habe. Statt einfach nur ein Bildschirm zu gucken und zu quatschen dazu. Aber hey, das Video war auch einfach nur dazu gemacht, um den Leuten den ersten Schritt in Elder Scrolls Arena einfacher zu machen. So, das ist jetzt auch der letzte Baumstamm. Dann haben wir hier auch schon mal fertig. Perfekt. Nur so als Info für diejenigen, die nicht wissen, was ich hiermit vorhabe. Hier soll eine Brücke, so eine Art Brücke sein, so dass hier so ein kleiner Platz ist. So drunter. So, Hunger und Durst haben wir. Ich habe aber nichts mehr zu essen. Die will ich ja sparen. Sind wir gerade im Hunger? Ja, okay. Und so geht's auch. So, dann würde ich aber auch sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.